Sportlerinnen und Sportler, mein Name ist Uschi Elminger, ich bin Übungsleiterin bei den 60ern und ich möchte mit euch heute noch ein kurzes Cooldown machen. Wir atmen ein bisschen, wir dehnen ein bisschen. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Ihr kennt alle den Katzenbuckel. Ihr macht einen runden Rücken, atmet aus, lasst den Rücken durchhängen und atmet ein. Und schön im Wechsel, runder Rücken, Pferderücken. Jetzt auch mal ihr. Ihr geht auf eure Fingerknöchel und macht einfach weiter. Rund, durchstrecken, rund. Konzentriert euch dabei schön weiter auf die Atmung. Und wir variieren noch einmal. Ihr geht auf die Unterarme und ihr macht. Lasst den Rücken durchhängen, macht ihn rund, durchhängen, rund. Ein vorletztes Mal. Kommt wieder in den Vierfüßlerstand, streckt euren rechten Arm nach vorne, euer linkes Bein. Macht euch lang, schiebt mit der Fußsohle eine schwere Wand weg und halten. 3, 2, 1. Ein kurzer Katzenbuckel. Und andere Seite, anderes Bein nach oben. Schiebt wieder die schwere Wand nach hinten und halten. 4, 3, 2, 1. Kommt in die Rückenlage. Stellt die Beine an. Legt eure Hände auf den Bauch. Atmet tief ein und aus. Spüre, wie sich der Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung senkt. Und versucht jetzt die Ausatmung ein bisschen in die Länge zu ziehen. Gleichmäßig weiter. Zieht beide Schulterblätter nach oben. Drückt beide Schulterblätter auf die Matte. Haltet die Spannung. Atmet dabei ruhig weiter. Und lösen. Lockert eure Schultern. Lasst euren Kopf auf die rechte Seite fallen. Vielleicht schafft ihr sogar, dass euer Ohr die Matte berührt. Atmet ruhig weiter. Kommt langsam über die Mitte zur anderen Seite. Kommt zur Mitte zurück. Nehmt euer rechtes Bein gestreckt nach oben und fasst es mit beiden Händen unterhalb der Kniekehle. Versucht mit jeder Ausatmung euer Bein noch ein Stückchen enger an den Körper ranzuziehen. Und fangt an, euer Fußgelenk zu
Zehenspitzen zur Decke streckt, haben wir noch mehr Dehnung. Und andersrum. Stellt das Bein wieder ab. Nehmt euer anderes Bein nach oben und fasst es wieder. Mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen näher ranziehen. Und kreist euer Fußgelenk. Die Beine auf eine Seite fallen, Arme im Kopf zur anderen Seite und wechseln. Zieht beide Knie zur Brust, umfasst die Knie, macht kleine Kreise, massiert eure Wirbelsäule. Zieht den Kopf auf eine Seite, die andere Hand drückt nach unten und wechseln. Und ein letztes Mal nach unten. Kommt Wirbel für Wirbel nach oben. Und wir atmen nochmal tief ein.
Und dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Bleibt alle gesund und munter und bis bald. Tschüss!